Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen, wie versprochen, wie im TPP angekündigt, das Spiel The Binding of Isaac Rebirth. So, falls ihr es in der Folge noch nicht mitbekommen habt, ich werde es folgendermaßen machen. Bald kommt ja das Afterbirth DLC raus und das würde ich ganz gerne let's playen, meine kleine Bienchen. Schneide ich raus. Oder auch nicht. Auf jeden Fall. Bald kommt das Afterbirth-Seed, was ich relativ gerne let's playen würde. Und ich wollte mich dafür mal wieder ein bisschen was bei The Binding of Isaac Rebirth reinspielen. Ich zeige jetzt mal so ganz kurz, ob hier noch ein Run laufen. Ich habe schon alle Charaktere und wie man hier sieht, quasi einmal so alles freigeschaltet, was es gibt. Ja, dann hatte ich hier nochmal so ein Let's Play laufen irgendwie so. Ist hat mir überhaupt nicht gefallen, weil irgendwie alle zwei Sekunden das Spiel nicht das Spiel ist abgeschmiert. Irgendwie war das so eine Zeit, wo mein USB-Port was Schrott war. Und da konnte ich irgendwie so 7, 8 Aufnahme, Resets und so weiter und da habe ich keine Lust drauf gehabt. Ich würde sagen, ihr macht jetzt einfach ein neues Spiel und wir spielen einfach mal mit random Charakter. Kurze Info, ich spiele alle Charaktere außer einen, The Lost. Das könnt ihr vergessen. Ich tue mir das nicht nochmal an. So, wir spielen jetzt Kane und ich würde sagen, fangen wir erstmal mit ein bisschen Magic an, indem ich sage, Chiak Alaur Kasim. Hui, was ist denn da unten? Ja, ich habe mir noch einen Item-Tracker installiert. Ich würde sagen, das könnte für einige hilfreich werden, falls ihr nicht wisst, was die Items machen. So, wir fangen natürlich richtig auch schon mit dem Fittenraum an. Also ich würde mal schauen, dass wir ab und zu mal so alles einmal machen. Vielleicht mal Mega-Satan oder so weiter. Wer das Spiel nicht kennt, ist es ein lustiges... Ich weiß gar nicht, unter welcher Kategorie das fällt. Jump'n'Run ist es ja wohl nicht. Ich würde eher so Arcade sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was genaueres wisst. Auf jeden Fall, wir spielen hier so einen kleinen Jungen. Wir müssen hier durch diese Ebene laufen. Die kleinen Gegner hier besiegen. Kriegen Items, wie zum Beispiel das hier, der Mystery Sack. Der zufälligerweise Herzen, Münzen, Bomben und so weiter droppt. So. Und wir müssen halt weiter vordringen. Immer weiter. Wir müssen halt stärker werden. Ui, und dann haben wir auch einen Champion. Kriegen sogar 3 Fliegen. Ich werde jetzt aber auch keine Folgen hochladen, die so irgendwie 5 Minuten rum sind. Ui, Treubomben. Mal hier. Are you a wizard? No, I'm not a fucking wizard. Great job. Ah, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das Are you a wizard ein bisschen... Oh, okay. Was kriegen wir hier raus? Kriegen wir noch ein bisschen Kleingeld? Für die Kleingeldmänner? Machst du mal was Kleingeld zu Feuer? Ja, aus Feuer droppen Münzen, wer kennt das nicht? Ich meine, Krüge, bah, sind langweilig. Das ist Feuer. Ui, Ayo, Wizard ist vorbei. Und wir sind wieder voll. Also, das hat sich gelohnt. Quasi für gar nichts an den Range-Up. Ja. Na gut, dann gehen wir jetzt mal weiter auf der Suche nach dem Bosch. Unsere Fliegen machen hier schon mal gute Arbeit. Ich würde aber ganz gerne ein bisschen mehr Damage haben. Oh, mich graust es auch wieder vor einem Charakter hinzuspielen, weil ich irgendwie nicht mag, weil er einfach nur verdammt langweilig ist. Ich glaube, diejenigen, die schon das Spiel schon mal gespielt haben oder irgendwie ein bisschen verfolgt haben, wissen schon Bescheid. Es geht um Maggie Magdalena. Den langsamsten, aber das tankigsten Charakter im ganzen Spiel. Oh, und da haben wir auch einen Tainted Rock. Hier dieser Stein mit dem Kreuz drauf. Aua. Aua, nicht schauen! Nicht schauen, Mama! Ja, ich habe keine andere Waffe, das wisst ihr. Schack. Und wir bekommen einen Schlüssel und ein Seelenherz. Und der erste Boss, Kate vs. Monstro. Ja, das war das Soulheart. Das ging jetzt gerade verdammt schnell. Konzentrieren wir uns jetzt mal erstmal auf den Boss. Löst gegen Monstre! Böse Monstre! Monstre! Nö, Monstre, nö!
Monstre! Nee! Nee! Oh scheiße, ich krieg gerade nicht raus. Jetzt bloß nicht drauf gehen. Das war jetzt ein ganz schlechter Witz. Komm, mach sogar noch einen neuen Start. Ich bin in einer guten Laune. Ja, ich spiele momentan in letzter Zeit eigentlich nur noch, wie gesagt, einfach ein bisschen Damage-Item habe, irgendwie. Ich weiß, jetzt will ich keine OP-Items direkt haben, wie, keine Ahnung, Brimstone oder sowas. Also ein schöner Mushroom oder sowas, das, damit kann ich schon mal leben. Und das fängt schon sofort wieder geil. Also gerade so wie ich spiele, frage ich mich, was mit mir schief ist. Wie ich jemals, damit schnell. Navia, oh, hier ist schon der Bossraum. Wie ich Real Platinum geworden bin. Das ist jetzt, das wundert schon echt an der Grenze, läuft bei mir. Das rennt schon echt an ein Wunder. Ey, du bist voll schlecht, du kannst gar nichts. Ich versuche hier gerade das Geld voll zu spielen. Ja, ich weiß, ich der angesiedelt ist neben Fails und noch mehr Fails. Ich muss doch irgendwann mal meinen Kanal ein bisschen aufräumen. Hört mal so auf. Ohne Bombe. Bom, 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 bom. Ui. Hier gibt's viel Cash. Ui. Lost Contact Shield the Tears. Und dann versuchen wir hier nochmal die Bombe zu platzieren. Jawohl. Money, money, money. Was haben wir hier? Black Heart. Komm, schauen wir nochmal in den Shop rein. Hat sich doch schon gelohnt. Und wir holen uns den Schlüssel wieder. Bibel und Magic Fingers nehmen wir beides nicht mit, weil wir einmal kein Geld haben. Und Bibel, finde ich, ist jetzt nicht so der awesome Shit. Ich mag es nicht wirklich. Magic Fingers holen sich wirklich nur, wenn wir. Sag mal schnell. Auch wirklich schon bei dem Arm sind oder so. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Dingle. Shit, this is gonna real. Shit just got real. Dingle! Nö! Nö! Na, 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 na. Ja, Five Fighter. Nope. 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 Jetzt lädt er schon ein bisschen besser und wir haben es geschafft. Und wir bekommen Rotten Meat HP up. Das klingt irgendwie halb so episch, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, ich sehe gerade, das wird gerade nicht im alten Tracker angezeigt. Scheint wohl eine fehlende Textur zu sein. Und wir sind im Keller. Oh, 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 oh. Lass mal den Anteil weg. Was ist eine Champion-Version? Das war eine Champion-Version. Ich dachte, das ist eine normale so rum. Na gut. Hier haben wir nichts. Hier haben wir noch weniger. So, weg mit euch. Gut. Oh, ein Shop ist lohnt irgendwie nicht so wirklich. Scheiße. Ich hab gehofft, dass ich schnell genug sein werde. Dass ich schnell genug sein werde, Junge. Okay, zuerst. Alle weg? Ja, da war es schon aber hart geproppt. Okay, hier zuerst das Feuer weg. Ich hätte gerade irgendwie wieder richtig mal Lust, so einen schönen OP-Mann zu haben. Oh, Book of Secrets. Wer hat gedacht, dass da der Bossbogen ist? Zum Nachhinein ist es eigentlich auch jemand sollen für die nächste Ebene. Egal. Versuchen wir jetzt mal. Oh.
Versuchen wir jetzt mal hier den Boss zu besiegen, ohne Schaden zu bekommen. Also ohne Rutsch- und Herzschaden. Komm, dann setze ich einmal hier eine Bombe. Hier eine. Oh, nice, ein Dime. Also 10 Menschen und... Ui. Ja, nice. Fate, Flight Eternal. Kane versus Blighted. Oh. Und Laser. I'm a firing Laser. Wow. Ja, das ist jetzt keine Herausforderung. Ich würde sogar sagen, das schaffen wir ohne Damage zu kriegen. Da war ich zu freudig. Oh, ist gut. Hier ist ab. Okay, das ist ein ziemlich beschissener Devil Deal. Ah, davon würde ich eigentlich gar nichts nehmen wollen. Ne, dann gehen wir mal weiter und spielen auf Angel Deals. Wer weiß, was wir da so geiles rausbekommen aus dem Angel Deal. Vielleicht ein Sacred Heart, vielleicht ein Godhead oder auch ein Holy Water. Aber okay. Aber die hier wegmachen, die kleinen Hosenscheuße. So, na, ach komm, also. Bombe. Wagen wir es kriegen. Ui. Wir haben wieder unser Shadow Heart voll. Das war's wert. Kane vs. Wrath, die Todsünde. Der Wut. Hallo. Darf ich mit denen über Gott und die Welt reden? Wie sie vielleicht wissen, ist Gott tot. Kommt, Zitat aus dem Anime, bin ich mal gespannt, wer das kennt. Ui, cool. Danke, Rev. Lol. Ja, dann gehen wir mal in den Secret Room. Goldene Scheiße. Jede Menge Money. Was haben wir hier? Oh, ein Wanderboss. Also manchmal frage ich mich echt, was die Gegner darstellen sollen. Okay, die Fischase. Na? Und zack. Flup. Dududum. Und du gehst jetzt auch noch verkaufen. Und zack, jawoll, ja. Wo haben wir den Boss-Room? Okay. Alles klar. Hier schon mal nicht, aber hier würde ich gerne das mal springen. Ui. Das hat ernst geklappt. Tschüss. So. Ich bin nicht mal gespannt, was bei Afterbirth alles dazu kommt. Also bisher war ich ja echt, weil ich so gelesen habe, war schon recht geil. Also neue Item-Kombinationen. Vor allem war auch eine Item-Kombination, die ich dazu mal in den Reddit-Post dazu geschrieben hatte, ist er reingekommen. Und zwar ist das Brimstone, also dieser Blutlaser, den wir eben schon gesehen haben, kombiniert mit Rubber Cement, also Bouncing Tears. Also haben wir einen abhüpfenden Blutlaser. Darauf freue ich mich schon richtig. Na, könnt ihr jetzt mal bitte draufgehen? Nee, shit just got not real. Shit ist nicht scheiße, ich war eben schon auf dem Klo. Oh Mann, ey. Hab mich heute wieder drauf mit meinen Sprüchen, das ist unglaublich. Gespannt, ob ihr das jetzt schafft mit diesem Dodge-Löp. Weil momentan sehe ich das schon mal für mich ein bisschen schwarz, bin ich ehrlich. Nee, da ist nicht das Secret Room, den haben wir ja schon gefunden. Spider-Bite! Slow Effect! Was haben wir hier? Eine Trollbombe. Darauf habe ich gewartet. Und hier, komm, machen wir mal den Champ.
Haben wir schon mal ein Trinket? Ich wurde aber mal von einem Kumpel gefragt, weil ich ja der einzige von uns bin, der Isaac Rebirth quasi durchgespielt hat. Was meiner Meinung nach der schwierigste Charakter ist. Halt, ich persönlich wirklich finde, es ist The Lost. Weil wenn du kein Wiederbelebungs-Item hast, dann hast du einfach wirklich einen dauerhaften Judas, also ein Schuss, also ein Treffer und du bist quasi tot. Autsch. Okay. Kaka. Du. Bomser Kies. Schauen wir mal hier rein. Ein Soulheart nehme ich mit. Und wir nehmen mal den Mom's Purse mit. More Trinket Room. Das heißt, wir können jetzt ein weiteres Trinket mitnehmen. Wenn ich weiß, was ein Trinket ist, das ist das, was wir da unten links gerade angezeigt haben. Und damit meine ich nicht den Item Tracker. Damit ist gemeint, es sind einfach so kleine austauschbare Items, die wir, die einen leichten passiven Effekt haben. Kane vs. Charm! Erstmal hier die Fliegen weg. Schön zwischendurch noch so ein Treffer. Schau mal das. So, die haben wir jetzt schon weg. Ach, ich hab keine Bomben mehr, scheiße. Ja, der Damage hält sich echt in Grenzen. Alter. The Damage is real. Real. Schleichwerbung. Geht bei Real einkaufen. Dafür kriege ich 20 Euro pro Einkäufer. Oh Gott, war das ein Scheißbruch. Und schade, das besiegt. Oh, wir kriegen den Little Chef. Und ein Angel Room. Nice, nice Trinity Shield. You feel God. Jetzt haben wir so ein schönes Schild da vorne und Schüsse von vorne können sie jetzt echt nichts mehr anhaben. Trinity Shield ist ein richtig geiles Item. Aufgefallen ist, ich kann jetzt mal nicht nach rechts auf den Bildschirm schauen, ich muss auf meinen Hauptmonitor schauen, weil die wie soll ich ausdrücken? Die Aufnahme ist ein bisschen verzögert. So eine halbe Sekunde, das kann bei diesem Spiel schon fatal enden. Einmal nicht ordentlich aufgepasst und das war's. Na? Komm! Burn Penny nehmen wir auch noch mit. Uiuiui. Machen wir schon mal den hier. You came to the wrong neighborhood, Motherfucker, sagst du. Eine Bombe. Nehme ich doch gerne. Oh, wir haben einen Double Trouble Boss. Das wird interessant. Oh nein. Fistula. Na. So. Ja, das war das Allahu-Akbar-Kommando. So. Wir können jetzt eigentlich schon mal direkt nach oben, weil wir sehen ja, dass oben die wichtigen Räume sind. Duck. Tür of Space. Und wir haben 10 Schlüssel. Ja, Schlüssel sollten wir ein paar auf Vorrat haben. Wenn wir dann. Wenn wir es aber soweit schaffen.
Vom Damage her sehe ich da momentan ein bisschen schwarz. Du bist voll der Rassist. Sie ist schwarz. Oh, ein Big Room. Die noch. Ja, die kann man so ohne Probleme anschauen. Ich meine, der wird trotzdem noch Damage. The Moon. Was haben wir hier? Okay. Da haben wir unseren Damage. Okay. Damage ist vorhanden. Würde ich mal so glatt behaupten. Komm, packen wir mal den Secret Room. Ah, okay. Komm. Oh, scheiße. So. Oh, nein. Nein, ich habe die tote Katze aufgehoben. Die wollte jetzt gerade echt... Oh, Helfer. Und Piep. Glücklicherweise habe ich erst später die Pille genommen nach der toten Katze. Hat er es aber jetzt raus. Wir fressen davon Damage. So, da sind wir. Sick MLG Skills zum Ausweichen. So. Spiel ist auch tot. Und was haben wir hier? Und noch eine Bombe. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Leben, also Bonusherz kriegen. Junge, Junge, Junge. So, den weg. Na? Ah, hau dir ab. Sehr schön. Und du auch noch, bitte. Dankeschön. Und noch eine Bombe. Und wir haben als Double Trouble Boss die Gurglings. Double Trouble. Das könnte interessant werden. Gurkling zu viert, so früh und so. Es ist verhältnismäßig wenig Damage, was wir haben. Aber dafür würde ich wenigstens gleich einen guten Angel Deal. Oder einen guten Level Deal. Ah, das schaffen wir auf jeden Fall. Und die Gurglings sind down. Was? Wir kriegen gar keinen Deal? Das nervt jetzt. Das ist echt... Boah, was ist das mies. Okay. Versuchen wir mal so ein bisschen ein paar... Just... Versuchen wir einfach mal hier ein paar gute Karten zu kriegen. Für Fahrt können wir mitnehmen. Meet Strangers, das Wort Zeit. Child's Heart, naja, ich nehme Make it safe with. You full konkret denklich. Tür of Clubs, 24 Bomben. Mysterious Candy Bar. Karte, The Tower, wir bleiben bei Two of Hearts, aber wir nehmen statt den Bird Patty jetzt den Black Lipstick mit. Das wäre eine erhöhte Chance auf Red, auf auf
Komm schon. Das haben wir ein bisschen erhöhte Chance auf Black Hearts, was ich, wollte ich gerade sagen. Ach du Scheiße. Die Brimstone-Movos. Oh, hier ist der Ziegelturm. Ja, schau dir gerne rein. Oh. Greed ist hier. Das heißt, der Shop ist sicher. Es sei ein Super Greed also im Shop, aber ich glaube, das bezweifle ich erstmal. Hier ist ein Titan Rock. The Small Rock. Damage up. Kamikaze Leech. Trevor Thomas. Oh. Jetzt bloß aufpassen. Jetzt brauchen wir wirklich mal. Scheiße. Ich glaube, das war's mit Devil Deal. Können wir bitte einen Book of Belial oder einen Goathead kriegen? Ja, okay, einen Goathead würde ich auch gerne nehmen, aber ein Goathead wäre mir lieber. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Bild irgendwie was für so ein Street oder ein Tagoon wäre. Ich bin auch momentan am überlegen, ob ich ein gewisses Spiel, was bald rauskommt, Let's Playen soll. Amnesia, verdammt. Nein, hier. Okay, das nehme ich mit. Starter Deck, extra Karten. Tür of Spades. Schlüssel. Jetzt sehe ich aber nicht mehr, wo der Secret Room. Der Super Secret Room ist. Da werde ich echt. Also damage-mäßig sind wir schon gut dabei. Tour of Clubs, 46 Bomben. Machen wir das mal weiter weg. Kommt sich so ein. Dieser wird vielleicht 2-Hit. Nein, nicht Bob Swain. The Bloat, natürlich. Stehe ich voll drauf. Geileren Boss konnte man mir jetzt nicht geben, ne? Tür auf Harz. Ja, ist okay, du fettes Baby. Ja, ich glaube, dass. Hier müsste es, glaube ich, das Super Secret Room sein. Oder war der hier? Ja, hier war er. Komm, wir versuchen es. Bob's Brain. Ich brauche gerade Damage. Nicht sein. Ich glaube, der Wand ist jetzt hier vorbei. Jo.
Wir machen das ja noch so lange, bis wir hier komplett drauf gehen. Was ja wohl nicht mehr so lange dauern wird. Oh. Oh, haben wir hier den Run-Safer? Bitte lass... wir hatten ihn bereits. Ja, komm. Ja, schau, los, komm. Ich wollte gerade sagen, bisher läuft sich besser, haben noch keinen Damage bekommen. Ja, dann machen wir es noch so lange, bis die letzten 3D weg sind. Gut. Wir haben auch eine unglaubliche scheiß Position zum Spawn. Jetzt komm schon! Ich fahr noch am Leben! Ich hab... ey, das kann doch nicht sein! Und jetzt komm schon. Last try. Ja, komm. Hat mich das auch gewundert. Ja gut. Jetzt haben wir noch eine Stunde Video gehabt. Ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, schreibt es in die Kommentare. Gut. Ich würde sagen, Bloaty Boy hat gewonnen diese Runde. In diesem Sinne, hasta la vista, adios, adieu, etc. Und bis bald.